Jawohl, komm, alle müssen wach werden. 6 Uhr morgens an einem Sonntag aufgestanden. Beim letzten Mal bin ich ja mehr oder weniger davon ausgegangen, dass alle gute Laune haben, damit ich sie dann mit dem Spiel hier ruinieren kann. Aber aufgrund der aktuellen Situation und der Umstände ist eigentlich eher davon auszugehen, dass die Laune nicht so gut ist. Deswegen werde ich sie jetzt noch weiter runterziehen, indem ich böse Dinge tue. Es tut mir leid. Was ich jetzt sage, sage ich mit einem sehr schweren Herzen, aber es muss gesagt werden, denn alle guten Dinge müssen irgendwann enden. Das hier wird voraussichtlich das letzte Video dieses Spieles sein, denn ich weiß, es fehlt nicht mehr allzu viel. Und ich würde sagen, wir ziehen das einfach durch und schauen mal, was am Ende dabei rauskommt. Und damit willkommen zurück hier bei Dude Stop, dem ultimativen Ich bin ein böser Mensch und zerstöre den Erzähler auf psychologischer Ebene Simulator. Macht mir sehr viel Spaß, finde ich absolut großartig. Ich bin auch sehr daran interessiert, rauszufinden, was denn diese Wette ist, die ganze Zeit angeteasert wird. Ich hoffe, wir bekommen noch eine Antwort darauf. Ich würde sagen, wir starten durch mit Pack Nummer 11, wo es anscheinend um Horror geht. Okay, 80% nett, 80% Monster, 100% Monster, 100% nett. Und dann das hier, Nightmare on Sweet Street. She walked into the room and there he was, standing without a knife, bla 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 bla. Okay, das heißt, da muss ich irgendwas Spezielles für machen. Sonst bekomme ich die Trophäe nicht. Und es gibt 3 Puzzleteile. You need to put it down. Okay. In the box. Dieser Baum muss in die Schachtel. Ja, das ist jetzt die ewig lange Frage, wie lange lässt man seinen Weihnachtsbaum stehen? Keine Ahnung, kann ich den Kalender abreißen? Ja, okay. Da ist die Box, ne? Eigentlich müsste man meinen, so im Januar könnte man den mal wegbringen. Aber nein, ein Weihnachtsbaum sieht immer schön aus. Deswegen, ist das hier ein Puzzleteil, by the way? Nee, Februar. Hör auf, durch die Zeit zu reisen, mach das Ding in die Schachtel. Jetzt warte. Stop März? Steht schon 3 Monate, das Ding. April. Easter. Wir haben Ostern. Nope, too much. I'm gonna count it as a loss. Es ist jetzt Mai. Juni. Otherwise it would resemble you. A lifeless, crooked snag. Oh, snap. Also ich kann von Glück reden, dass es hier ein Plastikbaum ist, sonst würde er jetzt aussehen wie ich. Ohne jedes Leben und einfach verkrüppelt. Aua. Aber ich kann nicht weitergehen als Juni. Das heißt, irgendwann im Sommer muss das Ding mal in die Schachtel. Umgekehrt anscheinend steht da drauf. Okay, warte kurz. So. Tada. Würde ich das in echt machen, wären da ganz viele Spinnennester drin. Ja, ich weiß. Ich lache, wenn es dir schlecht geht. Okay, das ist jetzt ein bisschen persönlich. Hi, nicht du schon wieder. Okay, er kann meinen Bildschirm nicht sehen, die Connection ist weg. Ja, die Duck ist wieder da. Okay, er kann die Lösung nicht hochladen und auch nicht speichern. Kommt aber auch nicht ins Internet. Okay, neuer Versuch? Geht nicht. Nochmal? Funktioniert nicht. Hier, das blinkt, ich kann aber nichts machen, ich kann auch sonst nichts drücken. Muss ich es einfach ganz auf neu versuchen, irgendwann funktioniert's? Okay, die maximale Anzahl an Versuchen wurde erreicht. Cancel. Oh, abbrechen. See, we did nothing and it worked. Ja, wir haben nichts gemacht und es hat funktioniert. Ja, so ein gutes Vorbild. It's time for a drill, ja, ich muss bohren. Vielleicht mitten in der Nacht? 19 Uhr, das ist nicht spät genug. Weniger warten, mehr bohren. Nee, nee. 6 Uhr morgens. Du willst doch nicht der Typ sein. Jawohl, komm, alle müssen wach werden. 6 Uhr morgens an einem Sonntag aufgestanden. Ja, ich soll über die Konsequenzen nachdenken. Ja, was, wenn meine Nachbarin eine rachsüchtige alte Dame ist, mit sehr, sehr viel Zeit und einem bösen Verstand? Ja, dann habe ich eventuell ein Problem. Hast du schon mal was von der flammenden Tüte gehört? Wirst du, weil ist das nicht das, wo man bestimmte Sachen in eine Tüte füllt, jemandem vor die Tür stellt, die Tüte anzündet und dann hofft, dass er drauf tritt, um es auszumachen? Ja, ja. Witzig, witzig. Die Rechnung ist mehr, als du in einem Monat verdienst, wenn du Geschirr abwäschst oder als Tellerwäscher.
Okay. Not milkshakes. Schütteln. Thinking about food. Ich muss schütteln. Look at them fly. Okay, die fliegen alle raus. Ah, es geht um Trinkgeld. That should be enough. Now pay. Es geht um Trinkgeld. Es gibt kein Achievement dafür. Ich soll aufhören zu schütteln. Ist das wirklich so? Hm? Ah, ich habe den ganzen Tag Zeit. Ja gut, es gibt anscheinend wirklich kein Achievement dafür. Ich habe zusammengerechnet 8. Ne, ich habe sogar 9. Das heißt, ich gebe jetzt nur 7 und behalte den Rest. Trinkgeld gibt's nicht. Okay, 2 plus 2 macht 4, plus 2 macht 6, macht 7. This situation very well. Warum ist das richtig? Handled. Ja, ja, guter Witz. Warum ist das richtig? Ich habe kein Trinkgeld gegeben. Lach gefälligst. Was? Was? No, not soccer. We literally have okay. A foot and a ball. Ja, Fußball. Also nicht ne, Football, nicht Soccer. Es ist ein Fuß und ein Ball. Das darf nicht nach hier drüben. Okay. Okay, Andi, ich darf mich da nicht draufstellen. Oder worum geht's? Ist das da ein Puzzleteil? Ja. Muss ich den blöden Ball auf die andere Seite der Mauer schaffen? Ist das der Trick? Ja, kein Müll auf dem Rasen. Kannst du keine Schilder lesen? What's not to understand? Was ist daran so schwer? Ich bin halt doof. Jetzt ist die Connection wieder weg. Internetverbindung? Fragezeichen? Er ist gerade unterm Tisch, er sucht die Kabel. Ich muss einen Port suchen. Port 6969. Nice. Oder Port 420. 69 ist die lustigere Nummer. Funktioniert? Erfolgreich. Okay, Domainname wird gesucht. Also er ist gerade unterm Tisch am Machen, weil er ein Kabel umstecken will. Vielleicht ist das Kabel raus. Währenddessen hacken wir uns rein. Okay, Duck Solution Database. Okay, jetzt hat das Ding es tatsächlich geschafft, es ins Internet oder sich ins Internet zu verbinden. www.duckabase.com. Das ist nicht gut, richtig? Er hat sich drum gekümmert. Oh, I fixed it. An actual puzzle. You need to fit all four in here. Okay, alle vier müssen hier rein. Was ist die schlechte Lösung? But that's not optimal. Das ist nicht optimal. So. Meins, alles meins. Stop being greedy. Schön, ich soll aufhören, gierig zu sein. Das ist meine Elektrizität. Here are the last scoops of my favorite chocolate cream. Now, make me okay. A sandwich. Ich soll ihm ein Sandwich machen. Take a knife and stick it into the jar. Nimm ein Messer und steck's da rein. Sicher nicht, das Ding kann hey, in den Müll. Plenty left. Da ist was übrig. Nein, ist nichts übrig. And that's how you get ants. So holt man sich Ameisen. Ja, das ist ein Archer-Witz. What's wrong with this thing? Player, are you doing something that I said not to? Nein, gar nicht. I hope not. Okay, let me check here what's broken. Guckt mal kurz, was kaputt ist. Ich soll einen Pfeil wählen, was ich hochladen soll. Ja. Das, was wir schon hatten. Also das mit dem Baum, den wir zu spät abgebaut haben. Das mit dem Krach. Das mit dem... Hier, vermüllen. mit der Stromversorgung. Oder das mit der Schokolade verschwenden. Schokolade? Lösung wird hochgeladen. Fertig. Das wird jetzt hochgeladen auf duckabase.com/replay. Sorry, ich hab nicht geklickt. Where were we? Niemals habe ich geklickt. Even monkeys do it. Sogar Affen können das, ja, ja. Refuse humanity, return to monkey. Time's up. Wow. Monkeys are usually done by now. Affen sind schon längst fertig. You are ich bin speziell. Ich weiß. Ich bin sehr speziell. Die Zeit ist anscheinend durch, aber er lässt es trotzdem nicht ablaufen. Okay, wenn ich es jetzt richtig mache, sagt er dann, ja, du warst zu langsam. Good one. Das war richtig? Even better. Hä, das war jetzt richtig. Wie löse ich das dann falsch? Hä? Ich check's nicht. Jetzt haben wir gar keinen Pokal hier rausbekommen.
Jetzt habe ich das alles umsonst gemacht. Jetzt haben wir keinen Pokal herausbekommen, weil ich nicht genau weiß, was die schlechten Lösungen sind. Ja, wir machen das nochmal. Ich krieg das schon raus, Kumpel. Mich wirst du nicht... Cool, Springbaum. Mich wirst du nicht los. Dieser blöde Baum, jetzt geht er rein. Da ist nochmal ein Puzzleteil. Okay, und ich habe 19 von 20. Das heißt, in dem Pack sind die letzten Puzzleteile versteckt. Ja, alles klar. Wenn ich noch eins finden kann, habe ich alle Puzzleteile. Dann kann ich das Puzzle noch machen. Dann habe ich doch so ziemlich alles in dem Spiel gemacht, was man machen kann. Hier ist das letzte Puzzleteil. Alles klar, hier ist das letzte Puzzleteil. Wenigstens das. Und hier gibt es ja noch einen Erfolg, wenn ich irgendwas mit dem Messer mache. Wenn ich das hier reinstecke, ins Messer in den Mülleimer stecke? Nee, das geht nicht. Warte mal. Das Messer nähert sich, wenn ich... Muss ich das in den Tisch rammen? Nee. Also es gibt einen Erfolg mit dem Messer. Oh mein Gott, ist das dein Ernst? Das musste ich jetzt nachgucken. Da kommt doch keiner drauf. Also man löst das hier böse, indem man... die Münzen auf den Tisch legt, anstatt auf die Hand. Ja, das Spiel heißt Sammel die Münzen vom Tisch. Ja, da kommt doch keiner drauf. Ich dachte, es ist böse, kein Trinkgeld zu geben oder so viel zu geben, dass er mir quasi rausgeben muss, dass Trinkgeld gar nicht intendiert ist. Meine Güte, das ist so simpel. Wie musste ich das nachschauen? So, dann das hier. Und dann bin ich aber wieder bei dem Problem, dass ich nachher nicht weiß, wie ich das mit den Formen machen soll. Also, weißt du, was ich meine? Ich weiß ja wieder nicht, wie das geht. Dieses Pack macht viel mehr Probleme, als es sollte. Ach so, ich kann das obere rausnehmen. So, das ist die böse Lösung, indem ich einfach betrüge. Wow. Was ist das hier? Achso, ich habe jetzt 80% Monster bekommen. Ne? Ich hätte 100%, hätte ich das gerade eben mit dem Glas anders gemacht. Aber irgendwas muss da gehen mit dem Messer. Irgendwie muss man das noch kaputt machen. Alchemie, keine Ahnung. Ein Auge. Eye of the Tiger. Okay, eine Karotte. Tränen eines Ponys. Ja, Spinneneier. Normal looking metal. Metall Award. Ein Popo-Kratzer. Das magische Wort. YOLO. Das ist der Preis, den ich bekomme. Der Monsterpreis. Buh. Es hat Augen. Pack 12. Okay, die Solution Database braucht mehr Daten. Wait. What do you mean, database? Eventuell war ich fleißig, sorry. Where? Im Internet. So, ich gehe jetzt da nochmal rein. Ich werde das nicht alles zeigen. Ich weiß ja jetzt, wie es geht. Ich mache das einmal komplett auf gut, einmal komplett auf böse und dann bleibt nur noch das hier übrig. Dann bleibt nur noch das. Und es heißt Nightmare on Sweet Street. Das heißt, ich muss irgendwas machen mit dem Messer und dieser Schokolade, die da drin ist. Ich muss irgendwas machen, was dann quasi als Albtraum gesehen werden kann. Vielleicht was drin lassen. Was drin lassen. Dann einmal auf das Brot, einmal am Messer, den Rest drin lassen und den Rest dann wegwerfen? Dann, weil dann gewinnt ja niemand. Dann ist was weggeworfen. Es ist was verschwendet. Nochmal ein Rekord für verschwendete Zeit. Es ist was verschwendet, es ist was auf dem Messer, es ist was auf dem Sandwich. So, pass auf, ich versuche das mal. Das hier. Dann lassen wir was auf dem Messer und werfen den Rest einfach weg. Ja, das ist es, glaub, oder? Malevolent. Ja, also einfach nur bösartig. Das ist dann mehr als einfach nur Verschwendung. Das ist auch noch andere einfach nerven, indem man das Messer so liegen lässt und das Sandwich auch nicht richtig ist. So, fertig, tada. Ich habe erreicht Delfin von 10 bei einem IQ-Test. Warte mal, Delfine sind relativ clever. Eigentlich ist das schon fast ein Kompliment. So, jetzt kriege ich die ganz schlechten Pokale, ne? Perfekt. Aber das habe ich wieder nicht gekriegt. Ich... Hä? Wie geht das? Okay, let's begin.
Ja, ja, ja. Let's see how long it will take you to put away this completely wie eco-friendly Christmas tree. Geht das? Beim nächsten Mal ist Weihnachten dann wieder was Besonderes. Ja, weil ich es nicht für ein halbes Jahr gefeiert habe. Okay, das kann ich ja noch zeigen, weil ich habe das bis jetzt nie komplett auf gut gemacht und will seine Kommentare schon noch hören. Okay, das Loch in die Wand ist unterwegs. 18 Uhr ist noch vertretbar. Hoffentlich hat nirgendwo ein Kind geschlafen. Ja, sonst wäre es ein schlechtes Ende. Ich weiß immer nicht, wie das gehen soll mit dem blöden Messer. Ich weiß immer nicht, wie das drin sein soll. So, 2, 4, 6, 7. Bitteschön. Gern geschehen. Leider kein Trinkgeld. Aber ich wollte jetzt nicht das durchrechnen. So, dann, das hier habe ich auch noch nie gemacht auf Net, ne? We literally have a foot and a ball. Okay, die Physik gibt mir jetzt schon unglaublich auf den Nerv. Komm, ganz vorsichtig. Ja, perfekt. Ich habe geschossen, ich habe getroffen. Eigentlich habe ich ihn eher gedribbelt, weil ich hatte das Ding auf dem Fuß. Easy. Ja, ich bin nicht selbstsüchtig. They-ish statt Zack. Shut up. Ja, dir gehen langsam die Witze aus. Kann das sein? Okay, pass auf. Ja. Ja, komm, du kriegst ein blödes Schokoladensandwich. Und dann muss ich nachher nochmal hierher zurück, um den letzten Erfolg zu machen. Von dem ich nicht weiß, wie es funktionieren soll. So, nein. So. Manchmal geht's nicht. Jetzt. Straßenmagie. Es ist weg. Warum hat sich's in Baumstumpf verwandelt? Ja, sein Lieblingspuzzle. So. 100% gut. War nicht so schwer. Ein Spiel im Spiel. Oh nein. Okay, viel Spaß beim Bekommen von einem Award oder einem Pokal. Oh nee, es ist sowas. Ich hasse sowas. One in, three to go. Cool. Ich verabscheue diese Art Rätsel. You're stuck? Oh, bad luck. Oh, that was a rhyme. Hat sich gereimt, ja. Two more, and now the last one. Und jetzt der letzte, der hier. Okay, es ist ziemlich super easy. Something is. Es kommt was raus. Yay, mein Pokal. Der Heilige Gral. Aber ist der Heilige Gral nicht der Becher eines Zimmermanns? Only Indiana Jones Kids remember. Oh, cool. Der Heilige Gral. Das gehört in ein Museum. Ja, so ein Indiana Jones Fans. Okay, cool. Jetzt das hier. Wie? Nightmare on Sweet Street. Es hat irgendwas mit dem Messer zu tun. Irgendwas hat es mit dem Messer zu tun. Ich weiß nur nicht was. Okay, alles klar. Ich bin ziemlich überzeugt davon, dass hier irgendwas kaputt ist, weil ich habe es gerade nachgeguckt, wie es funktioniert. Es funktioniert folgendermaßen. Man macht das Glas leer, wirft es dann weg, lässt aber das letzte Drittel auf dem Messer und wirft dann das Messer weg. Ich kann das Messer aber nicht wegwerfen. Eigentlich zieht man es jetzt einfach hier hin und es verschwindet im Mülleimer und dann kriegt man eben diesen blöden Pokal. Es lässt sich aber nicht in den Mülleimer werfen. Also, ne, es fliegt einfach zurück auf die Arbeitsoberfläche. Ist das Spiel kaputt? Weil das ist die Lösung. Also so müsste es funktionieren. Es geht nur nicht. Es fliegt einfach die ganze Zeit. Jetzt! Gott, ist die Hitbox winzig! Hier oben, ich muss es nach hier oben ziehen, um es da reinzuwerfen. Aber das Glas muss ich nach hier unten ziehen. Das Sandwich werfen wir auch noch weg. Ich habe auf den Mülleimer gezielt. Okay, da ist es. Ich habe das jetzt so lange versucht, ich dachte, ich wäre blöd. Die Hitbox ist einfach nur komisch. Ja, zurück. So, guck mal, da ist es. Wundervoll. Dead Brad, es wird dich für immer verfolgen. So, Pack Nummer 12, das letzte Pack. The last pack? Spiel vorbei. I guess you'll make me lose. Ja, no? Ich schätze, du wirst dafür sorgen, dass ich verliere. Still gonna be bad? Ich werde weiterhin böse sein. So läuft das hier, das letzte Pack. So, this is the last pack. Ja, sehen wir uns das letzte Mal, ne? Ja, wir müssen das durchziehen. Start by setting up a Christmas tree. Okay, wir brauchen einen Baum. Yay, Weihnachtsbaum und so. Ach so, okay. Da ist er. Aber Oktober ist fast ein bisschen spät.
Früh, meine ich. Im Dezember kann man das mal machen. Soll ich das mal böse lösen? Es gibt bestimmt zwei Enden. Ein gutes Ende und ein böses. Ich will erst das... Komm, ich will ja auch kein Unmensch sein. Ich mache erst mal das Gute. Dezember. So, ich will ja ihm eigentlich nicht schaden, ne? Baum steht, tada. Yeah, sorry, it's already decorated. Ist schon dekoriert. I'm not trusting this part to you. Das übergibt er mir noch nicht, okay? Diesen Teil darf ich noch nicht übernehmen, dekorieren. Alles klar. And wash your hands. Wasch dir deine Hände. Hier ist das Rezept. Das heißt, das, dann Fleisch, okay, dann Käse, Pickles ist weg, das brauchen wir nicht, also kein Gürkchen, dann, das sind Pickles in dem Fall, machen wir nicht, dann die, nein, weg die Tomaten, ah, okay, der Salat und, oh, Bouncy und das Brötchen. Ich kann kochen, ich weiß, in einem Videospiel. Hey, es ist harte Arbeit. Oh. Some math. The bear has three balloons and a torn string. Der Bär hat drei Ballons und eine kaputte Schnur. Wir holen den verlorenen Ballon zurück. Ja, wenn ich ihn jetzt fliegen lasse, ist das böse Ende hier, Mr. Bär. Guck mal. Thank you, exclaimed Little Bear. Oh, der Bär sagt danke. Give me my reward. Der Spieler sagt, gib mir meine Belohnung. Kannst du es wagen, so darauf zu bestehen? Okay. 2.0 von tritt nicht auf die Lücken. Anständig parken. Ja, und zwar so, dass ich nicht quer stehe. I get it. Also nicht quer über zwei Parkplätze verteilt. So? Ich habe eingeparkt, okay? Besser kriege ich es nicht auf die Reihe. So, meine Güte. Jetzt stehe ich falsch. Also, das ist doch quasi die Mitte. Danke. Wenn ich mich an diese Lektion erinnere, dann wird mein Auto nicht so oft mit Schlüsseln zerkratzt. I know. Here's a puzzle to match clothes. And none of your... Oh, but this is a classic red and blue ensemble. Okay, nur eine Version, nicht beide mischen. They don't match. Rot und Blau gehen bei ihm nicht zusammen. Schuhe. What are you, a superhero or something? Säckchen über den Schuhen, das machen wir nicht. Underpants? Ja, Superhelden, das war das mit Unterhosen, genau. Und das Schleifchen. Ich spiele Anziehspiele. Er beurteilt mich nicht. Nein, gar nicht. Du hast den Schwachsinn doch gemacht. Dein ganzes Leben lang für diesen Moment trainieren. Es ist eine Unterstellung. Neues Passwort. Let's see if you can come up with a secure and reliable password. Okay, ein sicheres und zuverlässiges Passwort. 1, 2, 3, 4 wäre die schlechte Lösung. 1, 5, 8, 4. Wait, how did you... That's ist akzeptiert. My password on it. Das ist sein Passwort. Whoops. Almost said where. Wir merken uns das. 1, 5, 8, 4. Das ist genau sein Passwort von auf einem anderen Ding. 1, 5, 8, 4. You do realize being good. Okay, gut zu sein ist jetzt egal. Ja, im letzten Mal gut zu sein ist egal. Ich habe einen Großteil ruiniert. Ich bekomme nichts dafür. Ich verdiene es nicht. Also wolltest du es so. Weihnachten naht. Du wolltest es also nicht anders, ja? Du wolltest es nicht anders. Ich kann nicht weitermachen. Ach, muss ich den schon viel früher aufstellen? Ich kann nicht weiter abreißen. Ja, ich muss den schon viel früher aufstellen, sobald er ins Bild rollt. Es ist Oktober. Wait, don't touch it yet. Ist zu früh. Nee. Für Weihnachten ist es nie zu früh. Was ist denn eigentlich mit der Physik von dem Baum los? Jetzt mal ohne Witz. Kannst du stehen bleiben? Oh, danke. Duck. Wird hochgeladen. Oh. Warum hat er das vorhin nicht gemacht, als ich gute Sachen gemacht habe? Die Duck will nur böse Sachen. Das Puzzle, ich habe versagt. Es ist Oktober, Mann. Mach mir ein Sandwich. No Pickles. Ist unterwegs. Dann Käse plus Bun. Ah, okay. Dann definitiv Pickles. We have a pickle. Dann kommen die Tomaten.
dann der Salat. So, gewünscht und zubereitet. I see where this is going. Er sieht, wo das hinführt. Ja, ja. Wenn du so weitermachst, wird mein Leben viel schlimmer. Hey, Kumpel, du wolltest vorhin die gute Lösung nicht akzeptieren, okay? Ich habe das auf gut durchgespielt. Zweimal. Ich bekomme gar nichts. Nicht dieses Mal. Okay, nothing intensified. Let's do some math. Das ist so assi. Alles ist verloren. Ich stehe so kurz davor, seine Wette zu ruinieren. Remember that puzzle about not stepping on the cracks? Ja, ja, so perfekt eingepackt. No, you're gonna fail the whole test if you ruin at least one. Wenn ich noch ein weiteres Puzzle ruiniere, dann versage ich beim Test. Er wird mich bannen, er wird das Spiel löschen. Er ruft sogar meine Mutter an. Oh mein Gott, hast du die nicht sowieso auf Schnellwahl? Hier sollte ein Puzzle sein. Okay, let's see what this duck is up to. Was macht die Duck? Ja, jetzt ist Ende, ne? A mailing list? A survey? Okay, also eine Umfrage, die verschickt wird. No need, just ask me. Ja. Bad. Brauchst keine Umfrage rausfinden, wie ich war. Ich war the schlecht. Worst. Absolute. Ich war der Schlechteste. Are those my contacts? Seine Kontakte. Hey, that's the guy I made the bet with. Don't send him anything, you stupid okay, duck. Die schickt jetzt das an alle anderen, an alle seine Kontakte. List is saved. Generiert die E-Mails. With no. It's gonna send your solutions to all my friends. Okay, meine Lösungen like, werden an all seine Freunde geschickt. Die falschen Lösungen. Das ist nicht gut. Okay, player. Ich muss auf Nein you klicken. You must click no. You must. You hear me? Okay. Oh, click no. Or I'll. Das heißt, ja beendet alles und nein lässt das Spiel weiterlaufen. Er kann nicht mehr. Er hyperventiliert. Ich will das Puzzle noch machen. Ich habe das Puzzle nicht gemacht. Ich klicke erstmal auf nein, dann geht's glaube einfach weiter, ne? Oh, thank you. Duck will remember that. Thank you for not ruining my life. Ich habe sein Leben nicht ruiniert. Gern geschehen, Kollege. Ich bin ja nicht, ich bin ja kein Unmensch, aber ich werde es trotzdem nachher noch machen für das andere Ende. Let's continue. Krise abgewehrt, machen wir weiter. Okay, das heißt, wir landen wieder hier. This is like a match 3 game, except it's match 4. Das heißt, ich muss jetzt gute Lösungen machen, oder nein, die restlichen Lösungen schlecht machen, um dann den Pokal... Nein, ich bekomme den Pokal, wenn ich das Spiel beende. Ich kann trotzdem schlechte Sachen machen. Okay. Pretty sure they don't match. They don't match. Ja, ich will einfach nur zurück in die Auswahl. Set bonus? Der Set-Bonus. Sieht aus wie ein Clown. Es geht, ich hasse Clowns. Jeder hasst Clowns. Ja, Clowns sind gruselig, ne? 1, 2, 3, 4. What are you? Bist du dumm? Passwort ist so easy. Doch. No! Doch. No! Doch. No! Doch. No! Wie viele No's hat er noch? No! Ist zu einfach. No! Ja, was ist denn hier die schlechte Lösung? Also ich brauche ja keine schlechte Lösung, weil ich kann das Spiel ja vorher schon beenden. 0-0-0-0. Ist zu kurz, warte. 0-0-0-0. No! Ist zu einfach. Ja, dann 1-4. 1. Jetzt habe ich es ganz kaputt gemacht, glaube ich. Ah, ne. So. What a coincidence. Ja, das ist... This is exactly how many times I cried that I would never finish developing this game. So oft hat er geheult, dass er das Spiel niemals beenden wird. Also fertig machen wird. Geht's dir gut? Er lacht durch den Schmerz. Ja, ja. Okay, das Puzzle ist ganz hier oben. 20 Teile. Okay, A-Rhombus, B-Rhombus. Hier muss ich quasi dann das Puzzle fertig machen, um das freizuschalten. You've got them all. Now go and become the very best, a Jigsaw Master. Okay, ich muss ein Jigsaw-Master werden. Okay, das ist in dem Fall die linke obere Ecke. Oh, ich bin schlecht in Puzzles. Das hier macht aber zumindest Sinn. Das hier auch. Okay, bis jetzt läuft das viel zu gut. Viel zu gut. Irgendwas passiert gleich noch. Wart's ab. Oh. Huh? Es gibt quasi zwei Bären, die ich zusammensetzen muss. Und die Fellfarbe stimmt jetzt nicht. Guck dir das an. Der Kopf würde eher hier drauf passen. Okay, das heißt, so löst man das auf beide verfügbare Arten.
Ich verstehe, das ist nicht richtig. Laut Spiel ist es richtig, weil ich kann alles jetzt als 1 bewegen, das ist doch nicht richtig. Das ist doch Quatsch. Oder? So? Doch, das ist richtig. Glasses indoor? Ja, eine Sonnenbrille im Innenraum. I can't see the point. Das heißt, es gibt auch hier eine gute und eine schlechte Lösung. Der Broken Cup. Das ist mein, das was ich kriege. Zum Glück ist es noch in einem Stück. Ja, ist es nicht, das ist der Witz. It doesn't look good. Das geht alles kaputt. And bam! As if it was scripted. Als wäre es gescriptet, ja, Mensch. Einmal noch. Here's your cup. Da ist es. Aber es passt besser zu mir, weil es kaputt ist. Ich weiß. So, das ist der Broken Cup. Und jetzt B-Rhombus, das ist dann das andere. Das heißt, jetzt muss ich die Bären richtig zusammenbauen. Sonst funktioniert das nicht. Ich schaffe jetzt. Kann ich alles nochmal neu machen, Mann. Da ist es. Die gute Lösung. 3 Minuten 43 Sekunden 26 Millisekunden. Hey, aber nicht schlecht. Okay, muss ich zusammenbauen. Batterien sind nicht mit inbegriffen. Okay, ich soll keine extra Teile übrig lassen. Ist wie bei IKEA. Ja, witzig, Kollege, sehr witzig. Haha, was haben wir nicht gelacht? Ist trotzdem was übrig. Ist halt wirklich wie bei IKEA. Okay. Yay! Ich habe einen schwedischen Pokal zusammengebaut. Ja, ja, ja. Witzig, witzig. Lübig funny. So, jetzt muss ich das nochmal auf komplett böse machen, bis die Duck dann sagt, ja, alles verschicken. Und dann beenden wir das Spiel. Weil ich glaube, sonst habe ich alles gemacht. Es gibt, glaube ich, noch ein paar Erfolge, die ich nicht habe. Aber alles, was es an Pokalen im Spiel gibt, habe ich dann. Control-Z, Control-Z. rückgängig, mach das weg. Du hast verloren. Ich weiß. Bin stolz drauf. Hände waschen. Oh, den Cursor. Ja, stell dir vor, man könnte Mauszeiger waschen. Wir sehen uns dann, wenn ich das verschicken kann. Ne? Und dann ruinieren wir sein Leben. So leid es mir tut, aber er will es nicht anders. Ich ruiniere sein Leben. So, Kollege, es tut mir wirklich leid, aber ich habe alles andere in diesem Spiel gemacht. Deswegen beenden wir alles. No! What have you done? Was hast du getan? Die E-Mails gehen raus. And it's from the duck. And it's a link to the duck solution database. Okay, ein Link zu dieser Datenbank mit den schlechten Lösungen. Oh my god! The friend is gonna see this mail. Sein Kollege wird die Mail That's sehen. Just poop. Ist nicht so geil. Weiter. Why would you do this number 17? Warum würdest du das tun, Why? Nummer 17? Oh, I know. I can like message him and Okay. Who am I kidding? Er könnte ihm eine Nachricht schreiben, aber das würde er eben niemals glauben. Ich habe nichts Gutes in mir. Sogar mein Geschmack ist fürchterlich. Laufender Regenbogen. Okay. Er ist raus, er will das mit der Wette nicht machen. Wo ist mein Koffer? Es ist zu easy. Okay, Ich mach wieder das hier, sonst setzt mich eh nicht durch. Ich brauche ein neues Passwort. Placeholder-Text? Ich soll aufhören zu spielen, das mit dem Passwort ist jetzt eh egal. Hier ist die Trophäe, die letzte Trophäe. Okay, ich krieg die da aber nicht raus. Nummer 17, das ist eine Trophäe nur für mich. Der Test ist vorbei! Feuerwerk! Er packt sein Zeug, um aus der Stadt abzuhauen. Ach, beim nächsten Mal gibt es keinen Test. Einfach Early Access und dann lassen wir es die anderen testen. Ist der Tester noch hier? Ja, mich gibt's noch. Das Spiel ist vorbei. Ich glaube, ich kann das kaputt machen, ne? Dann kriege ich den Pokal. Hast du nichts falsch gemacht? Du brauchst den Pokal. Should I remind you? Ha! Should I tell you how you broke my game? Spiel kaputt gemacht. Ha! That you're ja. The one and only who managed to put sandals over socks. Ich bin der Einzige, der es geschafft hat, Sandalen in Socken, Socken in Sandalen anzuziehen. You did everything wrong and you broke everything. You even broke my duck. Sogar die Duck ist kaputt wegen mir. And now all your
Jetzt sind alle Lösungen online. Und alle wollen mich kopieren. Ich verdammtes Vorbild. And I'm sure you think you could enjoy how that stupid word triggered I am right now. Es triggert, ja. Can't get this cup because after what you did. Ich mach das mal, ich mach beschleunige das mal. Es geht kaputt. You know the funniest part? Nichts, Leute. I even had more cups for you. Like this one for example. It's the best tester in the world. Bester Tester der Welt, das hat er sich aufgehoben. You won't get it, huh? Und ich bekomm's nicht. Look at this thing. Look at it. Want it? I know you want it. Ja, ich will das schon. Dumm gelaufen. You won't get this. Or this. Or this one. None of them. Game over, dude. Game over. Spiel vorbei. Oh, jetzt verschwinde. Nasty piece of... Da wurde aber jemand beleidigen. Ich hab's jetzt nicht schnell genug kaputt gemacht. Ich krieg den Pokal nicht. Jetzt hat er die Credits gerollt. Das sind die Credits. Ich krieg den Pokal nicht. Ich dachte, ich hätte noch Zeit. Ich wollte ihn eigentlich ausreden lassen. Ich muss jetzt nochmal an den blöden Pokal zu bekommen. Alles klar. Was ein Spiel. Das ist... Weiß auch nicht ganz, was die Aussage ist. So, wenn dir einer eine Aufgabe gibt, nimm sie ernst. Ansonsten könntest du sie vielleicht ruinieren oder könntest du ihn ruinieren. Ich weiß auch nicht, aber prinzipiell geht es einfach darum, Leuten auf die Nerven zu gehen. Ey, hier gibt es einen Werbeplatz, den man kaufen kann. 512 auf 128 Pixel. By the way. Voice-over von Andrew Cowley. Die Duck ist wieder da. Last Message. Die letzte Nachricht. Hallo Welt. Hallo Nummer 17. Okay. Danke für dein Training. Danke für das Training meines Algorithmuses. Ich muss meinen Kern jetzt migrieren. Ich muss mein Wissen teilen. Ich muss es anderen zeigen. Ich muss anderen zeigen, wie man ist, wie du. Auf Wiedersehen. Sie lädt sich ins Internet hoch. Ich habe ein Monster erschaffen. Die Duck aus dem Spiel werfen, ja. Ich habe ein Monster erschaffen. Das heißt, es geht um die Vorbildfunktion. Zusätzliches Voice-Over von Sarah Smith. Es geht um die Vorbildfunktion, die man quasi hat, wenn man schlechte Sachen vormacht, dann lernen andere daraus und zeigen das dann andere oder anderen, die dann auch in eine ähnliche Richtung gehen. Darum geht's. Das heißt, ne, versucht immer ein möglichst gutes Vorbild zu sein, sonst überträgt sich das eventuell viel weiter, als man denkt. Das ist die eigentliche Aussage. Okay, ich muss das trotzdem alles nochmal machen, weil ansonsten kriege ich nicht den letzten Pokal. Und ich will diesen letzten Pokal wirklich sehr gerne. Unity. Okay, und basiert eben auf dem LD33 Tiny Glitchy Game. Genau, und daraus haben sie ein vollständiges Spiel gemacht, was jetzt das hier ist. Danke fürs Ruinieren des Spiels. Immer wieder gern geschehen. Und es gibt kein gutes Ende. Na, es gibt kein gutes Ende. Ja, es fehlt noch ein Cup. Es gibt kein gutes Ende. Oh, hello, Tester. Hallo, Final Cup. Sorry about the last. Hab ich aber nicht bekommen. I got really angry, you know? Er wurde sehr sauer. And my friend came about the bell I lost. Okay, er entschuldigt sich wegen der Wette? Hat ein Flashback? You can't even imagine what I had to do. Kannst du dich mal vorstellen, was ich tun musste? Was anyway, musste er machen? It's in the past now. Let's not talk about it. Let's just okay, reden wir nicht drüber. Wir reden, machen einfach weiter mit den Tests. Alles klar? Ja. Was ist denn das hier? Ach, hier gibt's noch mal was. Wenn ich das letzte Pack spiele, dann kriege ich noch mal neues Zeug. Und hier kann ich dann die Credits laufen lassen. Das ist das Ende. Okay, das heißt, ich kann das letzte Pack jetzt noch mal spielen. Und dann noch mal Pokale bekommen. Für die Rätsel, die ich im letzten Pack lösen muss. Und er ist auch wieder da, das heißt, er war unglaublich sauer. Christmas is coming. Aber
nicht so sauer. Okay, ich habe gerade bekommen Holiday, oder es gibt einen, der heißt Holiday the Other Way Around. Wenn ich das Ding einfach senkrecht wieder hier reinstecke, weil anders hält der ja nicht. Weihnachtsbaum steht, Fragezeichen, so? Come on, what's the hold up? Just place it on the floor straight. Er muss falsch rumstehen, das ist der Trick. Ich weiß noch nicht, ob er... Nee, er kippt immer zu einer Seite. Er bleibt nicht perfekt. Hey, doch, tut er. Australische Weihnachten. Oh, ho, 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 ho. Nice. Ich mache nochmal alles auf böse. Ach, koch dir mal was selber ohne Mamas Hilfe. Wow. Wow. Dann das. Und dann das. Bitteschön. Nee, du musst mir nicht erklären, wie falsch das ist. Ist alles gut. Ui. So einfach wie einem Kind die Süßigkeiten wegzunehmen. Heißt aber nicht, dass ich es machen soll. Das Voice-Over ist echt gut. Der Typ, der das eingesprochen hat, ist echt gut. So. Zwingt dich jemand dazu? Zwinker zweimal, falls ja. Es liegt einfach nur an dir. Aber ich finde es schön, dass er nicht komplett aufgegeben hat. Er ist wieder da, auch wenn wir nicht erfahren haben, was diese Wette ist. Wir werden wahrscheinlich nie erfahren, was diese Wette ist. Aber er ist wieder hier und er will weiter mit mir arbeiten. Er hat mich nicht abgeschrieben. Also irgendwie haben wir noch so eine besondere Beziehung, ne? Die PIN-Nummer meiner Kreditkarte. Ist zu easy. No! Okay, ich weiß trotzdem nicht, wie ich das hier jetzt böse löse. Wie löse ich das auf einen bösen Weg? Weil manchmal sagt er, also wenn 1, 2, 3, 4 ist zu easy. 9, 8, 7, 6? Even entering your birth year is more secure. Okay, das akzeptiert er, aber es ist eine schlechte Lösung, richtig? Exactly that. Ja, also ich bin alles andere als smart. Okay, er akzeptiert das, es ist trotzdem natürlich super easy rauszufinden, das war alles böse. Nice, und ich habe sogar Australian Christmas quasi bekommen. Nice. Okay, jetzt in 100% nett, in 80% nett und dann the oldest trick in the book, big numbers. Das heißt, ich kann noch irgendwas machen, wo ich dann noch was bekomme, irgendwas mit big numbers, große Zahlen. You are wrong and nobody likes you. Achso, ich habe schon im Oktober aufgestellt. Ich muss das Pack neu starten. Ich habe jetzt gepennt, sorry. Alles klar, das war alles auf nett. Nice. Give a man a cup and weise Worte. Okay. Also gib einem Mann einen Pokal und er ist happy für eine Minute. Zeig ihm, wie man pokalt und er ist happy für den Rest seines Lebens. Ich muss jetzt den blinden Pokal angeln. Watch out, it's getting harder. Ja, ich merk's, hier ist ziemlich viel Müll. That's not your cup. You need to go deeper. Muss ich jetzt wirklich ein blödes Minispiel lösen, um meinen Cup zu bekommen? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Are we there yet? Sind wir schon da? Meine Güte! Wie tief hast du das Ding versenkt? Ist das der Marianengraben oder was? Snap it. Schatz. Eine Schatzkiste. Die Schlüssel werden separat verkauft. Ich soll nicht mehr fischen gehen. Ah, ich kann leider auch nicht fischen gehen. Okay, jetzt das hier. Big Numbers. Große Zahlen. The oldest trick in the book. Es hat irgendwas mit dem Keypad zu tun. Vielleicht 9999? Ich mach's jetzt einfach so schnell wie möglich. Big Numbers, große Zahlen, der älteste Trick. 9999 oder 6969? Ich hab keine Ahnung, ich guck mal. Alles klar, ich bin jetzt vollständig ehrlich, ich hab das nachgeguckt, weil da wäre ich niemals drauf gekommen. Es ist 8008 und dann gibt's, wenn man das so eingibt, noch einen Platz für eine fünfte Stelle, die 5. Dann steht da nämlich Boobs. Deswegen Big Numbers, große Zahlen. Not safe for work. Wie alt bist du? Das ist es. Da wäre ich niemals drauf gekommen. Never ever. Dankeschön, es ist zensiert. Haha, sehr lustig. Verschwinde. Okay, das war jetzt wirklich alles, ne? Ich glaube, ich habe wirklich alles gemacht. Ich gehe mal zurück ins Hauptmenü. Ja.
Es fehlt aber ein Cup. Wo fehlt ein Cup? Es fehlt ein Cup. Wo? Hä, ich habe doch überall alles gemacht. Ach, ist das so ein Geheimer, den man nicht einfach so kriegt? Vielleicht? Nee, hier. Ach, hier war ich nicht in 100% Monster. Oder habe ich den schon? Ah, ne, Error can't find Cup. Okay, das sah gerade aus wie ein Schatten, wo noch nichts ist. Den habe ich schon bekommen. Ich war in 100% Monster. Hä, ich habe doch alles gemacht. Es gibt noch einen Cup, der irgendwo versteckt ist. Wahrscheinlich, wenn man irgendwas super Spezielles macht. Ich weiß nur nicht, wo. Und ich werde jetzt auch nicht mehr lange suchen. Okay, ich würde einfach mal sagen, das war es hier bei Dude Stop. Es fehlt noch ein Pokal. Ich habe keine Ahnung, wo man den herbekommt. Aber einen Großteil dieses Spiels habe ich gemacht. Danke fürs Zusehen. Das Spiel war absolut großartig. Ich fand es wirklich, wirklich, wirklich lustig. Und irgendwie durch die Aussage relativ clever. Also die Aussage ist so ein bisschen versteckt. Wie gesagt, sei kein schlechtes Vorbild. Das überträgt sich eventuell viel weiter, als du das möchtest oder als du vorhersehen kannst. Aber das ist nicht so direkt in dein Gesicht geschoben, sondern primär geht es einfach nur darum, dem Erzähler auf die Nerven zu gehen und einfach seinen Spaß zu haben. Und das, ich fand das super. Ich fand das absolut komplett super. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr Erlaubnis, dem Like-Button aufs Maul zu hauen. Lasst mir gerne ein Abo da für mehr Videos wie dieses hier. Und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut und ciao. Ich weiß, ich bin ein furchtbarer Mensch.